Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Und ja, ich habe mich wieder abgeregt. Ist ja gut. Oh, das hat mich eben so aufgeregt. Entschuldigung, ich nehme das ja hier folgenweise immer auf. Und beim letzten Mal war das ja die etwas längere Folge mit dieser tollen. Ich glaube, da musst du einfach nur die Taste festhalten. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich fand es einfach ultra lästig. Ich will das Ding nicht festhalten. Also, ich will das in der Hand behalten und ich will nicht, dass das einfach abstellt und dann muss es wieder nehmen und das ist, da habe ich mich, ja, ich weiß, Entschuldigung, tut mir leid. Ja, wie auch immer. Nächste Aufgabe ist, wir sollen hier die Hilfsgüter irgendwie nach was bringen? Wohin bringen? Und zwar, ich glaube hier, ja, wohin war das, ne? Also, muss ich jetzt aufstehen? Kann das sein? Hoch und weiter. Ja. So. Also, da müssen wir jetzt wieder hin. Da habe ich Gott sei Dank einen Truck stehen lassen. Tut mir übrigens leid, dass ich das Bike so zersemmelt habe. Ja, ich habe gehofft, ich komme da raus. Hat noch nicht geklappt. Ist auch egal. Jedenfalls müssen wir jetzt zurück mit der Notration nach Thoth Alanaad. Akku leer, ich leer. Nerven liegen blank. Ich glaube, es ist auch mittlerweile schon die 28. Folge. Das ist ja auch schon ein bisschen was. Ne? Also für die drei, die noch zusehen. Danke. Und das nächste Lied. Without You von Low Raw. Im Teil 27. Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own. With nothing left to lose. And with the rain I don't exhale. Simply trouble my walk home and my spirit. Because I never said no or put up a fight. And I'm emotionally impaired. Die schöne Kuschelmusik, oder? Habt ihr gerade euren Partner dabei? Nehmt ihn in den Arm und knutscht ihn. And I'm trying to keep these bones inside my skin. But my body's in the hole, my shadow deep. To maintain my position, the oil's dried from this heart of rusty tin. And I wonder if I'll serve as.
Ach, wie schön, oder? Herrliche Musik. Und die nächste Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung. Ja, man gewöhnt sich an alles. So, jetzt sind wir da und können erstmal unsere die Notration abgeben. Ohne dass wir alles wegsprengen. Und da muss der gute Sam sich gleich mal eine Runde ausruhen, weil sonst ist gleich Finn mit dem Kerl. Uff. So, dann wollen wir die Fracht mal liefern. Und zwar genau die. Vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Das ist doch schon mal aber gut. Bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Fein. Wir sind dir sehr dankbar. Uff. Ja, so haben wir, glaube ich, wirklich alle Teile geliefert. Ich hoffe es jedenfalls. Frachtschaden geht ja noch halbwegs. Das war ja mal Highlight. Und wie gesagt, hart im Nehmen. So. Hologrammdrahten. Okay. Gusia, leb wohl sagen. Okay. Mhm. Ja. Das ist doch mal was. Das ist der Bot, ne, der die Chemikalien abgeliefert hat, die ganzen, ich glaube, das waren so viele Kilos, ne? Ich weiß gar nicht mehr, müsste da dran stehen, oder? 120 Kilo, genau, das war so viel. Heftig. Elite-Frachtträger. Frachtzustand Klasse 2, 20. Weniger leicht das Bewusstsein verlieren. Das ist auch schön. Also stimmt es, dass das hier alle? Ja, bitte. Ich kann es kaum glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja? Ja. Wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. Und flump. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Handfeuerwaffe. Nett. Oh, guck mal, ein Sturmgewehr. Alter, was geht denn jetzt ab hier? Jetzt geht aber mal alles auf einmal. Krass, Alter. Schön. Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das ist wohl wahr. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern. Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Aber ich dachte gerne. Als Middle Not City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade. Naja, sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein. Ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du, heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es
Es tut mir leid, ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. Ja, wieder eine Bombe. Die aktuelle Ladung wird optimiert. Jawohl. Warte mal. Was haben wir denn jetzt überhaupt da auf dem Rücken? Handfeuer, Sturmgewehr. Frage. Die will ich haben. Gib her. Am Anzug. Rechte Schulter. Danke. Sturmgewehr. Will ich auch haben. Am Rücken. Egal. So. Ja. Kann ich ja nicht abgeben hier. Nee, kann ich nicht. Muss ich jetzt warten. Danke, Sam. Aber immer wieder gerne. Du hast Southern City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Die halbe? Hör zu. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Oder auch nicht. Wie mein Internet. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Ja, hoffen wir mal, ne? Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Was? Werte jenseits von Gut und Böse. Ach. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache. Kann ich nicht einfach mal pausieren? So, ich muss mal in die eine Fracht abliefern, würde ich sagen. Die verlorene. Die wollen wir nämlich nochmal. So, bestätigen wir. Zack. Tschüss. Hat das jetzt geklappt? Liefern? Verlorene Fracht. Nicht anvertrauen, warum nicht? Ach, die nicht zurückgeben. Warum bitte nicht? Ja, denn nicht. Gute Mitarbeiter, ja. So, Ausrüstung könnte ich jetzt herstellen, mache ich aber nicht, weil der gute Sam muss definitiv einmal zur Ruhe. Das geht sonst nicht. Der muss jetzt noch ein bisschen Bubu machen. Ausdauer wieder her, Akku auch wieder her. Und der Kerl braucht echt langsam mal duschen. Der stinkt ja komplett aus dem Monitor raus. Ist ja widerlich. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Ich finde immer ganz lustig. Ich sage immer danke für meine Großzügigkeit, aber ich kriege ihn ja trotzdem. Also, ne? So, erstmal ein Düschchen. Kann man nämlich gut gebrauchen. Dusche am Morgen. Vertreibt Kummer. So. Sollte ihr es jemals schaffen, mich so schnell anzuziehen. Ja, das wäre doch mal was, oder? So, Rucksack anpassen. Mal gucken, kann ich da jetzt noch was ändern oder kann ich da noch was zumachen? Was ist denn Sitte? Leer?
Windmühle. Ja, finde ich gut. So, schön. So, Objekt herstellen. Zusatzakku. Granattasche. Kann ich noch eine machen? Objekt herstellen. Granattasche. Bitte dahin. Danke. Bestätigen. Okay. So, nach Bibi wollen wir noch einmal gucken. Und dann gehen wir mal nach draußen. Anderes Bild heute. Oh, der ist sauer, er dreht mir den Rücken zu. Hallo? Baby? Best Buddy? Bro? Schon wieder. Ja, habe ich jetzt schon geduscht? Oder habe ich das alles nur geträumt? Ja, man weiß es nicht. Figuren habe ich auch schon lange mehr angeguckt, ne? Kann man gucken. Ja, ich guck doch schon. Oh, nice. Guck mal. Ja, das sieht schon krass aus, ne? Und die Bots sind auch da. Cool. Tisch gucken, habe ich hier was Neues drin? Was ist denn das? Trinken. War was Neues? Das Monster raus, oder? Ja, nice. Okay. Ja, schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus dem privaten Raum raus und versuchen mal draußen was zu untersuchen. Ich könnte mir vorstellen, das wird gleich wieder unangenehm. Aber erstmal noch ein kleines Pipi-Video. Hallo! Ach, Cliff, ist doch nicht nötig. Was ist es nur? Was ist es nur? Sieh an, eine Beanie. Die magst du doch. Beanie? Eine Mütze, Mann. Und was ist mit dir, Kleiner? Oh, ho, 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 ho. Oh. Kleines? Soll ich es aufmachen? Oh. Sag mal, bin ich gar nicht Bibi? Ist das vielleicht sogar Fragile? Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Also, eine Raumfahrt. Ja, Mann, will ich haben! Gib her! Und mein Kumpel kriegt auch ein Geschenk. Was? Die werde ich nicht mehr brauchen. Was? Ich kämpfe nicht mehr. Nur du zählst jetzt noch. Deshalb bleibe ich hier bei dir. Das ist nett. Mein Freund wird das gebrauchen können. Wer ist dein Freund? Und wo krieg ich die Knarre her? Also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Sag ich doch. Wow, voll creepy. Ja. Ich glaube, meine Karre ist weg. Naja, was soll's. Also Standardaufträge haben wir jetzt eine Menge. Jetzt gehe ich nochmal gucken. Ich glaube, es war echt das Untersuchen, ne? Was wir draußen machen mussten. Aufträge, Standardaufträge mit Bot ausführen. Können wir auch nochmal im Schnell hier. Lieferung, je größer, je besser. Hier, der volles Matt. Schrott, komm, gib ihn. Warum nicht? Ich habe da noch gar keinen wieder gemacht.
Was? Geschätzte Zeit 45 Minuten. Da steht tatsächlich. Okay. Dann brechen wir den Auftrag halt ab. Standardaufträge habe ich auch noch ein bisschen. Zeitlimit, Würmer, Lieferungen, bla 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 bla. Kunst aus den Ruinen. Ja, Alter, da gehe ich doch nicht wieder hin. Kein Stück. Da bin ich fast draufgegangen. So, jetzt interessiert mich nochmal Folgendes. Ich habe doch auch ein Sturmgewehr, ist das richtig? Tödliche Standardkugel. Aha. Was haben wir hier? Tödliche Antipersonenwaffe. Aha. Ja, Mann. Ja, komm, Chris, ein Like. Ihr Geier. Schuhwerk ist schlecht? Okay. Das muss mir nicht gefallen, oder? Ja, da würde ich auch weinen. Mir ist auch zum Heulen zumute, ehrlich. Geh einfach wieder rein. Bringt eh nichts. Ja, interessant. Jetzt bin ich in einem Paralleluniversum und da treffe ich denn auf den da. Den da? Schwarzes Bild. Nett. Ihr wollt mich doch verarschen. Was? Oh shit. Was läuft hier gar nicht gut. Ja, Mahlzeit. War gerade am Essen. Hauptsache es schmeckt noch. Alter, voll creepy. Leck mich fett. Und zwar komplett. Bevor wir jetzt in das Kriegsszenario einsteigen, meine lieben Freunde, würde ich sagen, machen wir erstmal folgenden Schluss. Wir kommen dem Schlachtfeld ein anderes Mal. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen und nochmal ein kleines abschließendes Wörtchen. Diese Folge widme ich der kleinen Ziva. Ja, die Kadi oder Carsten, der Carsten ist Christian, ist nämlich Mama Papa. Genau.
Sie war, wenn du das hier sehen solltest, Glückwunsch. Du bist 16. Also, Freunde, danke fürs Zusehen und tschüss.